In der Folgezeit wurde das Reich auf den neuen Titel ausgerichtet. So musste der Treueeid jetzt auf den Kaiser und nicht mehr auf den König geleistet werden. Zugleich beginnt ab 802 eine vermehrte Tätigkeit im Bereich der Kapitularien. Kapitularien sind in einzelne Kapitel gegliederte Anordnungen. Sie regeln rechtliche, politische, administrative, wirtschaftliche und kirchliche Angelegenheiten und bauen auf einen Konsens der Großen des Reiches auf. Parallel dazu wurden die Stammesrechte neu geordnet, wie das Sachsenrecht oder das Recht der Friesen. Schon unter Karl wurde die Kirche als eine Staatskirche verstanden. Das wirkte sich nicht nur in einer eigenen Kirchengesetzgebung aus, sondern auch in der Ernennung der hohen geistlichen Würdenträger. Sie verfügten ja als weltliche Herrscher auch über Land und Leute und damit über große Grundherrschaften. Schlussendlich ergab sich auch eine Parallelität von weltlicher und geistlicher Reichsaristokratie. Karl wollte auch seine Nachfolge ordentlich regeln. Gerade die Kaiserwürde ließ aber Reichsteilungen wie vorher nicht mehr zu. 806 erfolgte mit der Divisio Regnorum ein Reichsteilungsgesetz. Unter seinen Söhnen erhielt Karl der Jüngere, der bereits in Rom 800 zum Kaiser gesalbt wurde, den Vorzug. Allerdings gehörte eine Oberherrschaft über seine Brüder Pippin und Ludwig nicht dazu. Während Karl die Kernlande erhalten soll, sprach er Ludwig Aquitanien und Burgund zu, sowie Pippin Bayern und Italien. Das Reichsteilungsgesetz konnte allerdings nach dem Tod Karls des Großen 814 nicht mehr umgesetzt werden, da zwei der Söhne bereits tot waren und nur noch Ludwig als einziger Erbe übrig blieb. Er wurde 816 vom Papst zum Kaiser gekrönt.